Servus, liebe Haching-Fans. 4. Dezember, ein neues Türchen. Und zwar bei dem Kollegen hier, mein Namensvetter. Alexander Piller. Schauen wir mal, ob er daheim ist. Wir sind hier in Unterhaching, oder? Ja, wir sind quasi direkt in Unterhaching. Ja, habe die Ehre. Grüß dich. Wie geht's dir? Sehr gut, danke. Schön, dass du uns aufmachst, dass du uns kurz empfängst. Alles gut. Hast keine andere Wahl. Eben. Jetzt können wir mal kurz klarstellen, wir sind weder verwandt noch verschwägert. Nein, sind wir nicht. Schon etliche Mal gefragt worden, aber bis jetzt. Ja, ging mir genauso. Wir sind immer noch nicht verwandt und verschwägert, genau. Also es ist ein purer Zufall. Ja, dürfen wir kurz reinkommen bei dir? Ja, wunderbar. Dann schauen wir noch mal kurz rein mit dem Alex. Das ist das Allerheiligste von Alexander Piller. Mein einziges Zimmer. Ich fühle mich wohl, aber ist schon okay. Für mich reicht's. Ja, ist sehr gemütlich auf jeden Fall. Was ist das Besondere? Ich sehe schon da hinten, ey. Spielautomat, ja, den müssen wir uns auf jeden Fall anschauen. Von meiner Schwester und ihrem Freund zum 23. Geburtstag bekommen. Und ja, also gilt jetzt als Sparschwein natürlich. Und klar. Wenn Freunde da sind, dürfen sie ihr Geld hier lassen. Er ist so eingestellt, dass ihr nicht gewinnen könnt, also... Wenn ihr es probieren wollt. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie das überhaupt geht. Zeig mal. Das finde ich sehr spannend, weil ich habe das tatsächlich noch nie gemacht. Oh, reinwerfen. Also schon mit echtem Geld, ja? Natürlich. Das ist ein Sparschwein für mich. Also. Ah, wieder nicht gewonnen. Also ist quasi ganz klassisch, man drückt die Knöpfe und dann dreht sich das Ding und dann muss was kommen, damit man gewinnt? Ich glaube drei von derselben, dieselbe Zahl, aber ich bin mir selber nicht sicher. Ich weiß nur, dass man hier gewinnen kann und hier. Aber. Ist vielleicht auch besser, wenn man sich nicht ganz so gut damit auskennt, oder? Ich meine, wenn du es daheim stehen hast, ist es ja halb so wild. Also, du nutzt es als Sparschwein, du schmeißt dein Kleingeld da rein und dann. Genau, wenn vom Einkaufen noch was übrig bleibt, werf ich es rein. Wunderbar, dann kannst du ja vielleicht auch davon die Weihnachtsgeschenke für deine Family kaufen oder so. Weißt schon was, hast du schon überlegt? Ja, im Detail noch nicht, aber so für Mama habe ich schon, für Papa habe ich schon. Schwester. Wunderbar, guter Sohn. Ja, dann vielleicht auch noch ganz kurz deine Weihnachtswünsche für unsere Fans. Jawohl, liebe Haching-Fans, gesegnete Weihnachten, kommt gut ins neue Jahr, habt Spaß und ich hoffe, wir sehen uns dann nächstes Jahr in den Relegationsspielen. Das hoffen wir alle und wir sehen uns auf jeden Fall wieder morgen am 5. Dezember.